Jo. Das ist der böse Becher, wa? Das ist der böse Becher. Wir haben normalerweise ein größeres Glas. Wir finden es nicht, aber die Fragen haben wir gefunden. Deswegen hier wieder die... Was, wie ist das jetzt genau? Die Roten, die sind, Roten böse? Sind böse, die Grünen sind harmlos. Du kannst selber also wählen. Also ist es einfach so, der sich die Roten nimmt, der hat einfach den Reiz, sich eine böse Frage durchzulesen. Natürlich, richtig, genau. Und der sollte sie auch beantworten. Aber es gab auch schon Fälle, habe ich gehört, wo sie nicht beantwortet wurden, wa? Ich glaube, beantwortet... Doch, nee. Es gab auch schon Fälle, die haben dann so weggelegt. Aber es gab auch schon kleine Wutausbrüche und so weiter. Guck mal, was du kommst doch aus einer gebildeten Familie. Könntest du dich nicht etwas gewählter in deinen Songs ausdrücken? Also mich würde es wirklich richtig krass interessieren, wer diese Frage gestellt hat. Falls das einer meiner Fans ist, dann freue ich mich über diese Frage. Ja, wie ich gerade im Interview erklärt habe, die letzten Jahre haben mich ein bisschen auf einen anderen Weg geführt und halt mein Sprachgebrauch hat auch ein bisschen darunter gelitten. Und wie gesagt, probiere ich meinen Wortschatz jetzt wieder ein bisschen durch Literatur und gewisses Training aufzufreshen. Und extra für dich werde ich probieren, mich jetzt in Zukunft gewählter auszudrücken. Ich weiß nicht, ich habe da keine Hoffnung. Was sagen denn deine Eltern dazu? Hat es denen nicht am Anfang den Magen umgedreht, diese Sprache? Ja, gewisse Songs zeige ich meinen Eltern gar nicht. Okay. Ja. Manchmal gibt es sogar deepe Songs, wo ich wirklich Gefühl, wo wenn ich die meinen Eltern zeigen würde, die würden die Tränen kommen, aber ich mache das nur an und gehe dann aus dem Raum raus, weil ich kann nicht dabei sein. Ich bin so ein bisschen schwierig. Einfach auf den Boden werfen, die kämen wir nachher zusammen. Michael Jackson sagt man das ja nach, der hat immer hinter dem Sofa gehockt, wenn er seine neuen Songs vorgesungen hat. Okay. Weil er sich geschämt hat. Also es war ihm peinlich. Okay. Dann erst... Gute Männer lieben schlechte Frauen. Wie bist du darauf gekommen, einen so einfühlsamen Song zu machen? Wie gesagt, ist eine wahre Geschichte aus meinem Leben. Ich war halt an dem Punkt, dass ich mit diesem Thema endgültig abschließen wollte. Und weil ich halt auch wusste, dass ich für mich jetzt gerade als Ziel nehme, das letzte Mal darüber zu schreiben, habe ich es auch noch mal aus mir rausbrodeln lassen. Ja, mich hat die Muse geküsst und ich habe meinen Gefühlen freien Lauf gelassen, habe mich noch mal in die Zeit zurück versetzt. Das ist ja auch lange her und dann ging es auf jeden Fall. Ist eine wahre Geschichte und jedem, den es gut tut, diesen Song zu hören, freut mich. Am Boden. Rot oder grün? Rot macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß. Ja. Mach ich alle nehme ich? Wie du möchtest. Kannst auch aufhören. Mal hast du Beef mit Haftbefehl, dann wieder nicht. Also was denn nun? Also diese Frage kommt wohl daher zustande, dass ich wohl letztens halt mal in einem Interview gesagt habe, dass ich nichts persönlich gegen ihn habe und dass ich niemanden sein Brot wegnehmen will oder sein Geschäft kaputt machen will. Wie gesagt, für mich ist das eine musikalische Sache. Beef mit Haftbefehl habe ich sowieso nicht in dem Sinne, weil da bis jetzt noch kein Austausch gewesen ist in der Öffentlichkeit. Ich habe ihn gedisst, ja, und ich stehe zu meinem Statement, aber das Statement, was ich abgegeben habe, hat sich auch noch bezogen auf die Dinge, die er gemacht hat zu der Release-Phase seines zweiten Albums. Davon macht er jetzt nicht mehr unbedingt viel. Vielleicht habe ich ihn auch wachgerüttelt, was weiß ich. Und wie gesagt, Beef habe ich mit niemandem. Ich habe mein Statement gesagt und ich werde immer wieder mein Statement sagen. Ja, aber wenn wir uns sehen morgen, würden wir uns auf jeden Fall nicht in die Arme fallen. Falls dich das interessiert. Okay. Ja. Ich mache alle Fragen. Ich bin nicht so eine Pussy wie die anderen. Gut, okay. Okay, du ruhst in dir selbst. Wie kriegst du das in dem aufreibenden Rap-Geschäft hin? Wie kommst du darauf, dass ich in mir selber ruhe? Weißt du das? Gab es so Informationen? Hä? Dass du ausgeglichen bist. Also, wie meinte er das jetzt? Also, dass in der Öffentlichkeit komme ich so rüber, als ob ich auf jeden Fall gut drauf bin? Ja, ich probiere natürlich, die Fassade nach außen zu halten. Nein. Okay, ja. Nein, ich bin Dings. Natürlich, ich werde jetzt, auch wenn ich mal, es gibt auch mal Interviews, wo ich total kopfgefickt bin und sage, okay, reiß dich jetzt mal zusammen, probier mal jetzt 15 Minuten jetzt nicht nach außen zu zeigen, dass du gerade total durch bist im Kopf. Es gibt auch Tage, wo ich ein bisschen die Fassung verliere und mal die Kontrolle verliere und vieles einen abfuckt auf gut Denglisch. Und, aber so, ich probiere halt cool zu bleiben und probiere das Ganze halt auch wieder ein bisschen lockerer zu sehen. Ja, gerade jetzt, auch wenn es nicht so rüberkam, jetzt in der Release-Phase zu meinem Album, hat vieles wirklich mich psychisch echt ein bisschen durchgenommen, dass ich mir gesagt habe, ich habe keine Lust mehr darauf. Ja, diese Musik war mal Leidenschaft gewesen und jetzt geht es nur noch darum, alles muss funktionieren und das muss so und Business und hier.
Und ich probiere wieder das ganze Ding ein bisschen. Meine Musik ist immer echt und leidenschaftlich gewesen, aber halt die Leidenschaft mal wieder ein bisschen mehr im Vordergrund zu stellen. Und ja, 50-50. Wenn ich es hinkriege, dann freut es mich. Ich probiere einfach, ich selber zu bleiben und mich nicht von allem mitzureißen, was so in der Außenwelt passiert. Okay. Ja, dann nehmen wir jetzt mal beide schon mal raus. Okay. Mal hier. Was sind das für Fragen? Kommen die von Usern oder? Nö, das, die User-Fragen hatten wir ja. Das ist wirklich, wir was macht sitzen ihr hier da bei zusammen euch? Und überlegen, okay. Wie können wir unseren Gast ärgern und wie können wir. Ist das gedacht? Okay, geile Frage. Auf diese Frage warte ich schon den ganzen Abend, Mann. Gut, okay. Ist das ganze Gedissen nur Show, um mehr Aufmerksamkeit innerhalb der Rapper-Szene zu bekommen? So, meine liebe Freunde bei ClickZoom. Nee, die Sache ist die. Man muss es ja mal so sehen. Es gibt Rapper, was ich jetzt auch gar nicht kritisieren will, die haben ihre gesamte Karriere von vornherein darauf ausgelegt, andere Rapper zu dissen. Mhm. Ich habe ein erstes Album rausgebracht, ohne jemanden zu dissen. Ich habe ein zweites Album rausgebracht, ohne jemanden zu dissen und konnte auch meinen ersten Charterfolg verbuchen. Und jetzt bei meinem dritten Album habe ich mein Maul aufgerissen und mein Statement abgegeben zu gewissen Dingen, die passiert sind die letzten Jahre. Hab das auch gemacht, weil ich das halt immer in mir gesammelt habe, aber die ersten zwei Alben gerade bewusst auch dafür genutzt habe, nicht zu dissen und Dinge aus meinem Leben zu verarbeiten. Und da war ich halt wirklich an dem Punkt, dass auch viele Leute nach außen dachten, der Typ ist depressiv, Alter, der muss ja in die Psychiatrie. Und ich war auch selber an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mach mal wieder ein bisschen Action, Rap, dies, das. Und da hat es für mich einfach gepasst, halt auch mal wieder zu sagen, was ich denke und meinen Gefühlen und meinem Statement freien Lauf zu lassen. Das ist für mich kein Gediss, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber da will ich auch mal ganz ehrlich sagen, wenn ein Rapper, der keine Daseinsberechtigung oder keine Relevanz hat, einen Diss-Track gegen jemanden macht, wird er damit auch keine Aufmerksamkeit kriegen. Das heißt, wenn ich nicht schon existent gewesen wäre und nicht gut wäre und kein Killer-Rapper wäre, dann hätte ich eh keine Aufmerksamkeit damit bekommen. Und deswegen, here we go, let's go. Okay. Ist das eigentlich richtig, dass ich jetzt in die Kamera antworte? Das ist vollkommen gut. Ja? Kannst du mit mir reden? Ja. Kann auch mit mir reden. Du beeindruckst viele mit deiner Intelligenz. Wie hast du es geschafft, dann nicht überheblich zu werden? Mein Management sagt mir immer, du kommst in Interviews voll überheblich rüber. Na. Ehrlich, ärgert mich voll damit. Ich verstehe das nicht. Ich probiere jedes Mal total bodenständig und so zu sein, dann heißt es hinterher wieder, du bist total überheblich. Für mich ist es kein Grund, irgendwie überheblich zu werden. Für mich ist es, ich weiß es nicht. Genauso wie es für viele Leute zur Männlichkeit gehört, stark zu sein und sich nichts gefallen zu lassen, und das gehört auch zu meiner Männlichkeit, finde ich, es gehört auch zur Männlichkeit, sich ausdrücken zu können, eine gewisse Intelligenz zu haben, gebildet zu sein, nicht einfach wie ein Vollidiot zu leben, und das ist für mich was ganz Normales, etwas, was jeder Mensch haben sollte, und da sehe ich keinen Grund, irgendwie deswegen überheblich zu sein. Aber wenn ich viele damit beeindrucken kann, weil so viele halt blöd sind, dann ist es vorteilhaft für mich und finde ich cool. Okay, vielen Dank. Super, hat mich gefreut. Mich auch. Check.